Ja, hallo und guten Morgen, liebe Imkerfreunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf www.nordbiene.de. Heute mit einer ganz besonderen Thematik. Ich stehe hier vor einer deutschen Normalmaß-Selbstbaubeute. Diese Beute beinhaltet einen Ableger, den ich gestern Abend von einem Imkerfreund aus Kiel erhalten habe. Da dieses nur eine Beute leihweise ist, möchte ich diesen Ableger bei schönstem Sonnenschein heute umhängen. Und zwar in meine Trogbeute, die steht bereits hinter mir, die habe ich vorbereitet. Das Besondere an diesem Ableger, eigentlich habe ich ja Völker genug mittlerweile wieder, aber das Besondere an diesem Ableger ist, er beinhaltet eine ziemlich gut begattete Karnika-Königin. Und zwar eine Karnika-Königin der Linie Balkan. Die Mutter wurde auf Helgoland, auf der Inselbelegstelle Helgoland begattet und diese Königin wurde von Peschets-Drohnen begattet hier in Kiel auf dem Belegstand des Züchterringes Kiel, der Kieler Karnika. Ja, die Karnika ist somit die letzte Rasse oder Bienenzuchtrasse, will ich mal sagen, die ich jetzt auch noch auf meinem Bienenstand habe, nach der dunklen Biene und der Sicula. Ist es mir ja gelungen, die italienische Ligustica aus Dänemark zu besorgen. Und vor 2-3 Wochen ist mir auch noch ein Backfastschwarm zugeflogen, sodass ich gesagt habe, jetzt brauche ich eigentlich auch die Karnika, damit das hier einigermaßen ausgewogen ist und natürlich, damit wir auch was zum Filmen haben und zum Fotografieren vor allem. So, der Ableger, der hat sich heute schon die ersten Stunden hier auf dem neuen Platz eingeflogen. Es ist eigentlich ein bisschen schade, ihn jetzt zu stören, weil die Bienen fliegen so schön und tragen auch bereits den ersten Pollen ein. Aber nützt ja nichts. Ich will versuchen, den Ableger so vorsichtig wie möglich umzustellen. Vielleicht sehen wir auch die Königin, obwohl ich nicht unbedingt nach der Königin jetzt suchen will. Aber es wäre schön, ich nehme mal an, sie ist gelb gezeichnet. Darauf können wir ja gemeinsam ein bisschen achten. So, es geht los. Ich wünsche euch viel Freude bei diesem Video. Viel Spaß dabei. So, das wollen wir jetzt ein bisschen schnell machen hier. Gut, den einmal zur Seite. Und auf den Platz kommt die Trogbeute. Boah, heftig. Okay. Okay. Jo. Ein bisschen Rauch geben. So, dann fangen wir mal an. Leerwaben raus. Da kommt eine Futterwabe. Die kommt natürlich als letztes. Ja, etwas Futter. Das geht jetzt relativ schnell. Ja, da ist frischer Futter drin, frischer Nektar. Jo, hier ist auch die erste Brut. Frisch geschlüpfte Bienen auch. Königin ist hier noch nicht zu sehen. So, die nächste Wabe, da ist auch die Königin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Eine Karnika-Königin.
Jo, wollen wir nicht weiter stören. Stiftet schon. Gut. Alles schon ruhig. So. Eine weitere Brutwabe. Ja, die ist gut. Der muss aber noch gepäppelt werden, der Ableger. Jo. So, auf die Anordnung ein bisschen achten hier. Denn wir haben ja jetzt umgestellt von Längsbau, also von Kaltbau auf Warmbau. Und das wollen wir jetzt natürlich ein bisschen berücksichtigen. Ganz vorsichtig. Dass natürlich in Fluglochnähe kein Futter hängt. Das wäre fatal. So, haben wir noch eine schwere Futterwabe. Ja, die kommt natürlich ganz nach hinten. Jo. Gut, dann nehmen wir die erste Brutwabe nach vorne. Oder noch eine Mittelwand dazwischen. Ne, dann nehmen wir die Brutwabe direkt ran. Ein bisschen auf Luft. So. Das ist ja auch isoliert. Die Beute ist ja warmhaltig. Das ist ja alles kein Problem. So. Und die zweite Wabe auch daran. Alles klar. Und die dritte Brutwabe. So. Und die schwere Futterwabe. So, das war die Umhängung. Die wollen wir mal sehen. Jetzt habe ich natürlich die Bürste vergessen. Der Boden ist fest irgendwie hier. Ja, stellen wir die Beute davor. Gut. Das war die Geschichte. Alles klar, die müssen jetzt ein bisschen sterzeln. So, zur Belohnung bekommt das Volk etwas Futter. So, und einen Batzen Futterteig zur Belohnung für die Bienen. Wird einfach aufs Bodenbrett gelegt. Ist ja abgeschlossen alles. Gut, dicht an die Wabe ran. Hätte ich doch meine Handschuhe anziehen sollen. So, der wird jetzt verschlossen. Dass da keine Räuberei entsteht. So. Alles klar. Zur Isolierung noch eine schöne Styroporplatte rauf. Ups. Zwei Kissen zur Beschwerung. Sonst drücken mir die Bienen die Styroporplatte hoch. Alles klar. Die ersten Bienen fangen auch an zu sterzeln. Das ist schön. Sehr gut. So, und das Dach noch dazu. Ah. Alles ein bisschen beschwerlich bei dieser Beute hier. Okay. Alles klar. Gut. Ja, wie wir hier sehen, fliegen sich die Bienen neu ein. Die optische Veränderung ist ja nicht so extrem groß. Ähnliches Flugloch, derselbe Schaumstoff. Und doch einige Flugbienen, die hier sich bereits heute schon eingeflogen haben. Ja, ein schönes Bild. Nun heißt es, den Ableger noch etwas zu peppeln.
Ja, liebe Imkerfreunde, das war das Umhängen des kleinen Ablegervolkes in die Trugbeute. Das Ganze hat knappe 15 Minuten gedauert mit allem drum und dran, mit der Technik auch so ein bisschen, kostet ja auch immer ein bisschen Zeit. Ja, nun wollen wir hoffen, dass sich das Volk entwickelt und dass die Arbeiterinnen der Königin auch irgendwann schlüpfen, denn das sind ja noch andere Arbeiterinnen. Ja, liebe Imkerfreunde, hat euch dieses Video gefallen, dann klickt bitte einmal auf Daumen hoch und noch besser auf Abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es ein weiteres nächstes Video von mir gibt. Zum Beispiel von der Ligustica, von der Backfast, von der dunklen Biene oder eben auch von der Carnica hier. Gerne könnt ihr auch meine Videos wie immer auf Facebook verlinken oder in verschiedenen Imkerforen veröffentlichen. Alles gern gesehen. So, ich gehe jetzt erstmal duschen. Die Sonne knallt wieder vom Himmel, aber es soll heute noch Regen geben. Von daher freue ich mich, dass ich diese Arbeit heute hier erledigt habe. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf www.nordbiene.de. Dankeschön, tschüss.